Hey ho, meine Lieben, heute machen wir ein leckeres Charolais-Rind wieder, ein Stück Braten. Ich weiß gar nicht, wie mir passiert. Ist es das so? Ja, Schatz packt aus, hat's aus der Gefriere raus und sagt einfach, mach. Sag ich, wie soll ich's machen? Schatz zieht Handschuhe an, packt Fleisch aus, Schatz würzt. Leute, wir müssen mit der Cam darüber. Sonst verpassen wir hier ja die Hälfte. Was hast denn du da für ein Gewürz heute genommen? Ein Wiesel? So schnell können die Leute auch nicht gucken. Jetzt, ich hab's ja selber noch nicht gelesen. Hier. So. Wiesel Magic Beef. Okay. Haben wir auch noch nicht ausprobiert. Wunderbar. Schön eingerubbt. Ja, was soll man dazu sagen? Ich werde jetzt den Grill draußen herrichten. Und dann brauche ich das Ding einfach so bloß noch auf den Grill drauflegen. Ja, mach sehr doch. Schön. Ich mach bin, doch, bin ja doch, schon weg. Doch. So, Freunde, da versteht einer die Frauen. Aber ich vermute ganz einfach, ich war zu langsam für sie. Weil, ja. Noch gemütlich auf mein PC-Sessel gehockt und mein Herz wollte halt, ja, das was vorwärts geht. Und deswegen hat sie ganz einfach schnell die Initiative ergriffen. So. Ihr seht, es geht heute wieder ein Bild. Ein rechter. Ihr wisst ja, ich bin ein fauler Mensch. Und ich bin jetzt ganz einfach zu faul, Wasser zu holen. Und Biertrinker sind wir hier auch nicht. Bevor wir es irgendwann einmal dann komplett wegkippen, naja, nehmen wir es halt hier in die Schale, das Bier, das Augustiner. Was weg ist, ist weg. Und dann können wir auch schon dieses Stückchen Fleisch drauflegen. Also wie gesagt, Charolais war es. Wenn ich, na, geh auf, wenn ich richtig gelesen habe, was da drauf geschrieben war, dann müsste das ein Schulterstück sein. Ja, ich habe ehrlich gesagt selber keine Ahnung, ob es was wird, ob es nicht nix wird. Das seht ihr nachher am Ende von dem Video. Definitiv angestrebte Grilltemperatur, da jetzt mal 160, 170 Grad um den Dreh rum. Kerntemperatur. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Freunde, wir liegen bei knapp 160 Grad, hat er sich eingependelt. Sieht doch mal ganz ordentlich aus, das Stück. Und dann drehen wir es jetzt einfach mal um. Ja, soll weiter. So, Leute, wir schauen jetzt nach der Kerntemperatur. Die Beilage wäre soweit fertig. Ha, lecker. Wir sind uns immer noch nicht ganz einig, mit wie viel wir gehen. Ja, wir haben hier jetzt 74, 75, knapp 6, ja. 75 Grad. Wir haben echt diskutiert. Und waren von 52, naja, zu sehr wenig, ja, zu wenig, weil eigentlich ja ein Bratenstück bis paar 80 Grad, wo wir gehen, so wie es andere machen, aber ja, wie gesagt, 74 Grad haben wir jetzt, ich hole es jetzt einfach raus, bevor wir heute echt noch verhungern. Ja, heute feiglich. Ey, was will man hier sagen? Also ich würde sagen, das sieht mal richtig gut aus. Und dann gehen wir rein und lassen das von Schatz anschneiden. Dann kommen wir hier zu dem lustigen Anschnitt. Ja, wie? Ja, das kannst du dir aussuchen, wie du möchtest. Eigentlich gehört es so. Hm? Natürlich gehört es so.
machst uns jetzt ganz große Rinderbratenscheiben oder gegrillten Rinderbratenscheiben vom Chevrolet. Probier mal. Oh, ich probiere mal. Hey, cool. Ich habe auch von selber ganz freiwilliger Probiererle heute gekriegt. Also, das ist auch mal nicht zäh. Und sehr lecker. Und Fazit auch zu dem Gewürz. Von wem war's? Magic Beef von Ankerkraut. Hä? Nee. Achso, Ankerkraut ist der. Ankerkraut stellt es ja her. Doch, Wesel. Magic Beef. Ja, das war das Gewürz, was wir heute verwendet haben. Hat ein leichtes Feuer. Aber komm, Leute, alles weitere. Nachher zum Fazit. Und vielleicht kommt ja die Patrizia auch mal wieder vor die Cam. Jo, Schatz hat schön zerlegt, während ich hier das Probiererle gemacht habe. Schatz, möchtest du dazu was sagen? Nein. Nein? Okay. Ah ja. Schnelle Rosmarinkartoffeln gibt es noch dazu. Ja Leute, so habe ich mir mein Tellerchen jetzt schnell angerichtet. Hey, wir essen jetzt. So Leute, der Einfachkeit halber halte ich jetzt einfach die Cam in der Hand. Fazit. Also es war ja ein Schulterstück von einem Chevrolet-Rind. Ausgezeichnet oder angezeichnet als Suppenfleisch. Ja, wir haben es auf den Grill geschmissen. Und Leute, was soll ich sagen? Das hat wunderbar funktioniert. Ja, kommt gleich noch. Also geschmacklich hervorragend. Es war auch absolut nicht zäh. Es war doch, man könnte schon fast sagen, zart. Die Sehnen, was da drin waren, die haben wir natürlich herausschneiden müssen. Die konnten wir einfach nicht mitessen. Aber sonst war das Teil gigantisch. So, wer spricht jetzt noch Fazit? War sehr lecker bis auf die Sehnen. Ah, vom Geschmack her. Das, wie ich das gewachsen habe. Oh. Patrizia! Ja. Möchtest du nicht vor die Cam kommen? Dann sprich wenigstens. War sehr lecker, aber ich freue mich auf was. Du freust dich auf was Besseres. Ach so, also auf das nächste Video, was ich mache. Ja. Sage ich jetzt aber nicht, was wir machen. Saskia! Hat auch sehr lecker. Auch sehr lecker. Und unser Besuch hier? Hat auch sehr lecker. Sehr lecker. Alle sagen immer nur sehr lecker. Okay. Auch. Okay, Leute. Das war's dann mit diesem Video. Ich mache jetzt im Anschluss gleich mit dem nächsten weiter. So einfach ist es hier bei mir heute. Nicht weiter sagen, ich werde dazu gezwungen. Okay Leute, wir sehen uns. Ciao.